Nächster Unfall, Jay Leno hat mehrere Knochen gebrochen. Jay Leno, 72, hat offenbar derzeit eine echte Pechsträhne. Der Moderator hatte erst im vergangenen November für große Schlagzeilen gesorgt. Bei einem Unfall hatte sich der ehemalige The Tonight Show-Host schlimme Verbrennungen zugezogen und mehrere Tage im Krankenhaus verbringen müssen. Anschließend erholte sich der Comedian von seinen Verletzungen. Doch nun der nächste Schock, Jay hat nach einem erneuten Unglück multiple Knochenbrüche. Im Interview mit Las Vegas Review Journal enthülle der 72-Jährige jetzt, er habe zuletzt einen Unfall mit seinem Motorrad gehabt. Ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Ich habe zwei gebrochene Rippen. Ich habe zwei angeknackste Kniescheiben, schilderte Jay. Zu den ganzen Verletzungen sei es auf einem Parkplatz gekommen. Dort sei er mit seinem Bike an einem Draht hängen geblieben, es hat mich einfach umgehauen und bumm, vom Motorrad geworfen. Nach dem erneuten Unfall geht es Jay recht gut, ganz anders hatte das noch vergangenen Herbst ausgesehen. Die Talkshow-Ikone hatte damals schwere Verbrennungen zweiten und möglicherweise dritten Grades im Gesicht, an den Händen und auf der Brust erlitten. Zu einer Nervenschädigung war es jedoch nicht gekommen.